Nanu, ich schwöre, ich hab's gesehen. Da unten ist es doch. Warte. Seht ihr da hinten das Weiße? Das ist doch ein Pferd. Ich springe jetzt einfach mal runter. Was kann schon passieren? Ach so, nichts weiter. Da, das ist ein Pferd. Seht ihr das Pferd? Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Sag ich doch. Ich hab's die ganze Zeit gesagt, aber nie hört jemand mir zu. Das heißt, ich muss hier jetzt... was haben wir denn da am Boden? Ich muss tauchen, wollte ich sagen. Ist das eine Truhe? Ja, mit Satteltaschen drin. Ich wollte schon immer mal Satteltaschen. Und dann muss ich wahrscheinlich hier durch. Und Kyra macht sich oben einen Lenz oder was. Die hat keinen Bock mir zu folgen. So, was waren das für Satteltaschen, die ich gerade fand? Da, da. 30 Kapazität. So, ich habe schon plus 70. Da brauche ich die ja gar nicht mehr. Moment, war hier noch eine Armbrust? Ist die... die ist besser als meine. Ein Meistergegenstand. Ein Hans-Meiser-Gegenstand. Sehr gut. Noch irgendwas? Die Schwerter, die sind alle... Nö. Das passt schon so. Nur eine neue Armbrust. Sehr cool. Kelp hier. Da, Kelp hier. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Das ganze Gebäude hat gewackelt. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich hatte sowieso vor, wieder zurückzukehren. Pilze. Ach, da sind wir ja. Schau, sie gehen auf. Was geht auf? Gehen wir. Die Tür. Aber gerne. Nach dir. Vella Glan. Na, oder doch nicht? Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Und dieses zwar? Portal. Ach, ein heißes Bad. Dafür würde ich alles tun. Dafür würdest du alle tun, ich ahne es. Da ist das Symbol von der Schwalbe. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Das dachte ich auch. Komm. Meinst du, es ist wirklich sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Wenn du das sagst. Es ist ganz hell. Ich kann meine Innereien sehen. Gehört das so? Vella Glan. Ah, jetzt ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Also ich höre da hinten was. Da steht doch, guck mal, da steht doch irgendeine Figur und oder Gestalt. Ich mach mal einen Quick Save. Ihr seht die Figur und oder Gestalt auch, oder? Ach, ein Golem, natürlich. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ziel nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Nein, du sollst keine Eindringlinge zerstören. Das willst du dir nur ein. Au. Bei dem muss man schnell sein, glaube ich. Ich will nicht, dass der mich trifft. Au. Ich glaube, der hat mich getroffen. Komm schon, du Mistvieh. Hau dir voll in den Arsch. Oh, guck mal, der fällt hin. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Ja, ja, du wusstest wirklich? Das natürlich. Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Mein Reden. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Sicher doch, klar. Oh, da ist auch noch eine Truhe. Mit leckerer Rehhaut. Die esse ich ja so gerne. So, wollen wir hier ein bisschen Licht machen. Und ich schätze mal, hier oben geht's dann weiter. Kommst du? Lass dir ruhig Zeit. Ist ja nicht so, dass wir es eilig haben oder so. Geht ja nicht um wichtige Dinge. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Dann essen wir Kekse. Wir essen leckere Kekse zusammen. Hängt davon ab, was sie will. Dann freuen wir uns alle. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Was da liegt? Wie sie aussieht? Ich will da ran? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass
dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Da ist was gelb leuchtet. Ich will das einsammeln, aber es geht nicht. Och, Manno, dann halt nicht. Hä? Dann eben nicht. Der Wegweiser sagt, ich soll nach links, also habe ich irgendwie Lust, geradeaus zu gehen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich ein kleiner Anarchist bin. Siehst du, da hat sich schon mal allein für die Truhe gelohnt. Oha! Was denn? Wie die Tür geht hinter uns zu. Ein Gargoyle. Wie geil ist der denn? Guck mal. Komm her, mein Freund. Au, der rastet voll aus. Das kann ich auch, Kumpel. Komm schon, tanz mit mir. Wuhu. Au. So, Problem gelöst. Und einen Eintrag für Gargoyles haben wir auch noch gekriegt. Das ist ja praktisch. Na, nee, erstmal gucke ich mich hier noch um. Der Gargoyle hat auch sicher irgendwas bewacht. Hier stand er rum. Ist hier nicht eine Truhe oder so? Da, guck, eine Truhe. Siehst du wohl? Die wollen wir doch nicht außer Acht lassen. Muss ich eigentlich auch mal gucken, Bestiarumseintrag. Irgendwie gucke ich da nie drauf, aber dabei ist es doch interessant. Konstrukte. Hier, Gargoyles. Bilde ich es mir ein oder starrt dieser Gargoyle uns an? Lara Estevan, Einbrecherin aus Lockmuin. Gargoyles sind Steinstatuen, die magisch zum Leben erweckt wurden, um Magierlabore oder Verstecke vor Eindringlingen zu beschützen. Allein ihr Äußeres hat schon manchem mächtigen Dieb abgeschreckt. Und wer angesichts dieser gehörnten und geflügelten Monstrositäten nicht die Flucht ergreift, wird üblicherweise umgehend von ihren steinharten Klauen in Fetzen gerissen. Cool. Golemme. Da steht zwar Golems, aber ich werde Golemme sagen. Der Plural von Golem ist eindeutig Golemme. Wenn wir durch die Wand brechen sollten, brauchen wir 20 Pioniere, 7 Maultiere und einen Zentner Salpeter. Oder einen Golem. Wilmir Brass, Vorarbeiter im Carbonberg. Was ist denn der Carbonberg? Golems bestehen aus geistloser Materie, welcher durch einen Zauber Leben eingehaucht wurde. Sie gehorchen den Befehlen ihrer Schöpfer ohne Wenn und Aber. Dank ihrer unbändigen Stärke, ihrer Schmerzresistenz, ihrer endlosen Geduld und der Tatsache, dass sie nicht ein Jota Nahrung benötigen, sind sie die besten Diener und Wachen, die man sich wünschen kann. Werden sie provoziert, kämpfen sie, bis sie ihren Widersacher entweder zermalmt haben oder selbst zu Staub zerfallen sind. Finde ich in Ordnung, das kann man machen zwischendurch. Finde ich sehr in Ordnung. Dem kann ich eigentlich nur zustimmen. So, da haben wir nichts weiter Neues gefunden. Ach so, Alchemie muss dann ab und zu mal reingucken. Bereits hergestellt muss ich nicht. Hier ein Erscheinungsabsud, guck mal. Können wir uns zusammen brauen. Ein Neblingabsud auch. Und sonst was? Grünes Mutagen können wir uns zusammen basteln. Ja, guck mal eine an. Boah, guck dir die ganzen Öle an. Geisteröl. Insektoidenöl. Konstruktöl. Cool. Reliktöl. Ach guck, da fehlen mir jetzt ein paar Mistelzweige. Da fehlen mir ein paar Arenaria. Aber die finden wir auch noch. Öl finden wir auch noch. So, weiter geht's. Dann können wir jetzt den richtigen Weg nehmen. Und ich spüre ein Quicksave ankommen. Oh. Da war ja wirklich ein Quicksave. Das ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Okay. Dann schätze ich, fingern wir wieder da noch an dem Schwalbe. Schau, Bild rum. Es hat geklappt. Komm. Noch ein Portal. Und wir lösen uns wieder in Luft auf. Das ist immer sehr vertrauenserweckend. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Ah, sehr gut. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Vella Glan. Wilde Jagd. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern Krass. Sind sie jedenfalls nicht hier. Ich hab die eingefroren. Hattest du das je gedacht? Das ist ganz schön ultra. Ich würde auch gern Dinge einfrieren können. Weil das ziemlich ultra ist. Ihr seht, wie ultra das ist, oder?
Und die haben die Kisten hier einfach stehen gelassen. Hm, mit einer ganzen Wasserflasche drin. Bestimmt nicht super eklig abgestanden, solange wie die hier rumsteht, die Kiste. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Das ist ein guter Plan. Hätte ich auch so gemacht. Oha, was kommt jetzt? Frieren sie mich auch ein? Anscheinend, ja. Esse. Ta pardone. Milini Hamar. Rein! Okay, schöne gutturale Aussprache, gefällt mir. Oha, er hat uns bemerkt. Ja, klar. Was ist das denn jetzt? Hast du einen Vortex geöffnet? Da hat der Hund doch schon wieder einen Vortex geöffnet. Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest-Zwoge ab. Natürlich, mit Demetia Crest-Zwoge. Klar doch. Logo. Ah, ein Schutzschild. Warum hast du nicht gesagt, du machst ein Schutzschild? Das hätte ich sofort verstanden. Jetzt wandern wir unter dem Schutzschild hier rum. Irgendwas sagt mir doch, dass ich dich gleich verteidigen muss, während du den Schutzschild aufrechterhältst. Unter anderem auch, dass du jetzt einen Lebensbalken hast, den du vorher nicht hattest. Ich wähle auch mal die Armbrust aus. Wir müssen sie schließen. Töte die Kreaturen, die aus der Spalte auftauchen. Siehste? Siehste? Na warte, du Kreatur. Ich glaube, ich sollte unter diesem Schutzschild bleiben. Komm, komm, Hund der wilden Jagd. Hä? Ist der unsichtbar hinter dem Schild? So ziemlich. Lass ihn in Ruhe. Oh oh, siehst du, ich muss unter dem Schild bleiben, sonst... sonst erfriert der Gute. Und wir wollen ja nicht, dass er erfriert, oder? Oder? Wollt ihr das? Zum Glück sind das nur Low-Level-Hunde. Das sage ich ja auch immer, aber auf mich hören die Leute nicht. Langsam glaube ich, dass wir es schaffen könnten. Cool. Ja, eins hast du geschlossen. Sehr gut. Sind nur noch zwei über. Wandern wir doch zum nächsten. Ist aber auch nett, dass die Hunde extra warten, bis wir in Position sind, bis sie angreifen. Finde ich voll Knorke von den Hunden. Ich würde das nicht so machen. Ich würde sofort angreifen. Aber ich bin ja auch kein komischer, bizarrer Frosthöllenhund. Muss ich dazu sagen, muss ich ehrlich gestehen. Obwohl ich sehr gerne als Frosthöllenhund geboren worden wäre. Aber da hat man ja leider keine Kontrolle drüber. So. Hacke die Hack. Na? Ihr wollt alle vom Schwerte schmecken, richtig? Du doch auch. Komm her. Du sagst es, Baby. Nur noch einen. Oh, ich glaube, sie wirkt etwas erschöpft. Ganz ruhig. Nur noch ein Vortex, dann haben wir es geschafft. Nur noch ein grotesker Frost-Vortex. Das ist bestimmt der letzte. Okay, los geht's. Du kannst es. Ja, genau. Behai-Nekalar. Sie weiß immer genau die richtigen Sachen im richtigen Moment zu sagen. Möchtest du dein Schwert ziehen? Bitte. Lass sie in Ruhe. Greif mich an, nicht sie. Oh, jetzt greifen die mich an, oder was? So war das ja nicht geplant. Komm her. Komm, Hundi, Hundi. Komm unter mein Schutzschild. Du auch. Ja, komm her. Genau. Schön unter dem Schild. Du sagst es. Es hat funktioniert. Yay!
Dann funktioniert das Spiel ruckelig. Wie schön. Nehmen wir hier den Schwefel mit und das verwesende Fleisch. Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Oha, oha. Kreislauf, Kreislauf. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Na, dann ist ja gut. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Aber das wäre eine Lüge. Ich weiß. Wir müssen weiter. Kipp nicht um. Die Arme. Das war natürlich sehr anstrengend. Ich sehe es ein. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Warte. Stehen hier noch mehr Kisten? Ich will hier nicht irgendwas verpassen. Oh, das ist keine Kiste. Steht da eine Kiste? Nein. Da sind noch Überreste. Ach, guck mal. Komm, sie hantiert da rum. Tun wir sie noch ein. Ja, ich bin gleich da. Ich will nur... Guck, hier steht noch eine Kiste. Das ist alles sehr wichtig. Das muss alles mitgenommen und inspiziert werden. Für den Fall, dass da noch was Wertvolles drin ist. Siehst du, eine Flasche Zwergenschnaps. Die kann man doch nicht umkommen lassen. Die muss man sich doch noch auf dem Parkplatz neben den Müllcontainern hier die Binde gießen. Und da, Pilze. Boah, Pilze. So, jetzt können wir weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Oh, warte mal. Guck mal, ohne siehst mich du das? Hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Wahrscheinlich ja, nicht. Niemals. Puff. Ich sehe, da unten steht irgendwas eingefrorenes, aber ich will hier erstmal diesen Nebengang erkunden und anzünden. Insbesondere anzünden. Wuff. Wuff. Hallo? Ist hier irgendwas? Nichts. Ah, das ist eine Truhe. Sehr gut. Was? Scheiße. Wie? Oh, ein Nebling schon wieder. Geh zurück in den Nebel. Ungetüm. Garstiges. So. Und das war alles? Naja, gut. Oh, oh. Bin ich aus Versehen noch fast über den, oh, das ist eine Truhe. Fast über den Kopf gestolpert, wollte ich sagen. Das ist halt, wenn überall abgetrennte Köpfe von irgendwelchen Viechern rumliegen, kann man leicht mal drüber fallen. So, das möchte ich gerne einmal abfackeln, bevor ich da durchlaufe. Sonst kriege ich wieder Asthma. So, jetzt können wir gerne weiter. Er erwartet uns. Wer ist er? Autsch. Ah, das ist einer von den Typen von der wilden Jagd, oder? Das ist doch hier Papa Schlumpf. Erkenne ich doch sofort. An seinem Stahlpanzer. Und der grotesk riesigen Axt. Habe ich sofort erkannt. Papa Schlumpf. Und nu? Starrst du uns jetzt böse an? Du bist stur, Däune. Ich heiße nicht Däune. Du ja, musst nicht verwechseln. Soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Au! Schön, dass man bei Cutscene auch ja keine Gelegenheit hat, auszuweichen, wenn er den ersten Schlag setzt. Au, das tut voll weh. Alter! Sieh nur, er öffnet eine Passage. Au, fuck! Konzentrier dich. Mit Schutzschild, schön. Da muss ich erst die Kackhunde umlegen, oder was? Bis er wieder dran ist. Au! Fuck. Penner, komm her! Au! Nein, nein, ausweichen! Der langt ganz gut hin. Ah, shit. Ja, ich hab dich verstanden. Da kommen wieder Hundis raus. Pass auf.
Siehste? Hab ich nicht gesagt, da kommen Hundis raus? Noch einer. So, möchtest du weiterspielen? Scheiße, der hat sich voll aufgeladen. Wie hat das denn gemacht? Oh! Ha! Der ist hinüber. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Das war schon haarig. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Ich sammle mal hier noch so Sachen auf. Puh, also dem Penner haben wir es aber gezeigt, oder? Fand ich gut.